So, jetzt geht es nach Trissi, Trissi, Trissi. Ah, okay. Verdammt, schon wieder verlaufen. Du siehst mir äußerst verdächtig. Hat sich verlaufen, wie geil. Ich verlaufe mich hier auch öfters. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße? Na dann. Ich dachte, die Map verarscht einen. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Von da oben gehen oder was? Ach, komm. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, so gefällst du mir wesentlich besser, Mausi. Ja, Geralt? Ach, ich liebe sie. Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Als du Menges Kehle aufgeschlitzt hast und später... Du warst so wütend, so kannte ich dich gar nicht. Was hätte ich denn machen sollen? Eine Schmetterlingwolke beschwören? Das meine ich nicht und das weißt du. Ich mache mir Sorgen, dass es dir zusetzt. Tja, nun, ich könnte Albträume kriegen davon... Wenn ich nicht schon welche von Magiern auf Scheiterhaufen hätte. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener, wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut. Treffen wir uns dort. Ach, warum können wir denn nicht zusammengehen, Mädel? Ah. Ja, Geralt? Bis dann, Triss. Okay. Mm-mm.
Ach, sie kocht. Ich dachte gerade schon, was ist das denn für ein komisches Geräusch, ey? Anderlein, nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter dir. Hilfe! Ort. Rette mich! Ich sterbe! Ich hab keine Zeit dafür, sorry. Du bist Chase! Begrab mich mit einem Fassbier in den Hund! Die Generation! Der Niedergang der Zivilisation! Von denen Hilfe! Rette mich! Ja, den Spruch kenne ich schon. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Ja, aber einer muss es ja sein. Was soll ich denn jetzt machen? Die haben sich im Verlies ein Bordell eingerichtet. Lang lebe Geralt von Riva, unser Retter! Ein Stoff aus dem fernen Süden. Ich sehe nicht. Nirgendwo. Ah. Oh. Wie weit aus dem Süden kommt der Stoff denn? Er ist es. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Hier lang, es ist nicht weit. Ja, dann geh voran, Junge. Oh. Ihr schmeckt. Das ist er. Hilf mir! Reißt euch zusammen, Jungs! Danke dir. Bitte. Gehen wir. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris, der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener, ich... wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbut sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Woher weiß Ingrid Wegelbut, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Beiß beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hatte Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuts. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert.
Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwehr. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Oh, Trissi möchte auf den Ball. Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Zum Glück ist die ältere Herrin Wegelbut auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Es steht mir nicht an, das zu beurteilen, Herr. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Fuchs passt zu ihren roten Haaren. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Mhm. Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Geralt hasst das ja so sehr. Aber ich kaufe einen Fußmaß für Triss. Das ist optional, trotz alledem. Okay, aber wir werden es trotzdem machen. Wir können ja nicht in solchen Klamotten da auftauchen. Aber Triss sagt das trotzdem anders. Sie zwingt Geralt ja nicht direkt dazu. Einen Wams zu... Ich kann das Pferd nicht reiten. Einen Wams zu tragen. Nicht so wie Yennefer. Ich wette, die würde den dazu zwingen. Jetzt habe ich es, mein Gott. Ich wollte wieder diesen wunderbaren Sprachfehler. Oh. Sieh an. Noch ein Mutant. Männer von Hacker? Aha. Ach, da muss ich auch noch hin. Ich habe so viel zu tun. Und die Map verarscht mich schon wieder. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern. Habe ich schon mal gesehen. Okay. Das können wir erstmal verkaufen, weil das brauche ich nicht. So. Nee, Triss braucht eine Fuchsmaske. Und wir können uns entscheiden zwischen einer Vogelmaske, eine normale Maske und eine Wolfsmaske. Und wir nehmen natürlich die Wolfsmaske. Das passt natürlich besser. So, jetzt brauchen wir eine Hose. Erstmal Schuhe. Dann nehmen wir die Stiefel. Dann da Wams. Das hatten wir ja schon alles an. Wir hatten ja das an, glaube ich, oder das. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Da finde ich eigentlich das ganz... Das finde ich eigentlich ganz schön. Und eine Hose... Nehmen wir die. Bis dann. So. Jetzt soll ich die neuen Sachen anziehen. Soll ich die Maske auch schon aufsetzen? Wahrscheinlich nicht, okay. Ihr seid beide verrückt. So, jetzt soll ich zu Triss. Bring Triss die Fuchsmaske. Verdammt, ich verstehe kein Wort. Du bist Chase. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter.
Nein, ich trage da meine Schwerter. Ewiges Feuer. Unser aller Vater. Ich finde das gut so, ich finde das passt. Mir reicht's mit dem Leben. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu wie ein Taubenschlag. Das heißt, sie erwartet mehrere Männer? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Na, mal gucken, was Trissi jetzt sagt, dass wir optional die Sachen angezogen haben. Oh, wow. Das gefällt mir. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. Für war das immer. Denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Geralt kann sich ja auch so verteidigen. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen.